Sie sind die Herrscher der Nacht. Vampire. Nein, Fledermäuse natürlich. Und jetzt sind sie wieder unterwegs. Die milden Temperaturen der letzten Wochen haben ihren Winterschlaf beendet. Doch die Nächte sind noch sehr kalt, weiß Petra Gatz vom NABU Hessen in Wetzlar. Das Frühjahr ist immer ganz, ganz schwierig für Fledermäuse. Die Tiere kommen also zurück aus dem Winterschlaf, aus dem Winterquartier, sind auf dem Weg in ihr Sommerquartier, sind aber wegen dem Winterschlaf sehr, sehr entkräftet. Das heißt, sie haben ganz viele Fettreserven verbraucht und brauchen eigentlich dringend Nahrung. Insekten sind aber oft noch Mangelware. Deshalb werden immer wieder entkräftete Tiere gefunden. Es ist definitiv so, dass wenn man eine Fledermaus am Boden liegend findet, dass die ein Problem hat. Das heißt, sie ist ohne Hilfe, hat sie keine Chance, von alleine dort wegzukommen oder sich irgendwie sonst wie zu helfen. Das heißt, sie ist auf Hilfe angewiesen. Aber was kann ich tun, um den kleinen Rackern zu helfen? Also es ist durchaus möglich, dass auch auf so einem Weg, auf dem man einfach spazieren läuft, eine Fledermaus liegt. Wenn sie da liegt, ist man erstmal überrascht, bis man das Tierchen überhaupt identifiziert hat. Und dann ist es tatsächlich so, Ruhe bewahren. Optimalerweise hat man ein Halstuch, was man über das Tier drüber decken kann. Das heißt, dass es erstmal vor Wind und Wetter ein bisschen geschützt ist. Um das kleine Tier zu sichern, wird ein Karton vorbereitet. Dieser sollte gut verschließbar sein. Luftlöcher sind wichtig, aber nicht zu groß, denn... Fledermäuse sind nämlich super Ausbruchskünstler und wenn sie sich ein bisschen erholt haben, kann es ganz schnell passieren, dass sie ausbrechen. Die Fledermäuse nur mit einem Tuch oder Handschuhen anfassen, denn sie können beißen. Auf keinen Fall sollten gefundene Fledermausbabys mit Kuhmilch gefüttert werden. Sie vertragen nur spezielle Welpenaufzuchtsmilch. Und dann ab zu einem Experten. Hilfe gibt es zum Beispiel beim bundesweiten Fledermaustelefon. Hier kennt man sich aus und weiß, was zu tun ist. Man kann Fledermäuse zu Hause, ob groß oder kleines Zuhause, super gut unterstützen. Also zum einen, dass man Quartiermöglichkeiten am Haus anbringt, Versteckmöglichkeiten, dass Fledermäuse sich über Tag verstecken können. Optimalerweise in Kombination mit einer wilden Gartenecke, also wo Dinge blühen dürfen. Wer den kleinen Kobolden helfen möchte, sollte Nachtfalter anlocken, die Lieblingsspeise der Fledermäuse. Spezielle Pflanzenmischungen gibt's im Handel. Aber auch normale Küchenkräuter wie Borretsch, Salbei, Lavendel oder Pfefferminze bieten Insekten Nahrung. Und die werden dann wiederum zur Fledermausnahrung. Begegnen kann man Fledermäusen überall, denn sie fliegen pro Nacht bis zu 30 Kilometer.